Hallo, liebe Kultistinnen und Kultisten, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein neues Wunsch-Let's Play vom lieben Ben von Spielart. Nee, wir spielen Dead Space. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist natürlich ein längeres Let's Play, das heißt, wir mischen es immer wieder mal rein. Und ich bin gespannt, wie das Game bei mir ankommt. Ich habe es lange, lange nicht mehr gespielt. Und jetzt wird es wieder gestartet, beziehungsweise vor kurzem habe ich mal reingeschaut. Bin auf Mittel. Natürlich, ob alles funktioniert und ähnliches. Ich würde sagen, wir starten umgehend. Da es ein bisschen länger ist, schauen wir natürlich, dass wir die langweiligen Stellen, wo ich Munition sammle oder schaue, dass ich irgendwie als Isaac hier überlebe, von den Ressourcen her, die schneiden wir natürlich alle. Aber alles, was hier Blutiges passiert, da werdet ihr natürlich dabei sein. Gut. Ja, das Licht, das Licht. Ist es. Ich muss sagen, die Dead Space-Reihe, die ist eine meiner Favorite-Reihen. So, Zeit bis zum Kontaktpunkt. 3 Minuten. Es gibt nur 3 Leute hier. Auf unserem Schiff. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. So. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Das sieht super geil aus. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Ach, wunderschön. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. Wollte es gerade sagen, also das kommt ziemlich USG nah. Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Sein Handy? Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Alter, super. Scheiße. Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hülle. Fahren Sie die Schäde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Jetzt sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Und das war die kürzeste Landung in Geschichte der Weltraum. Der Weltraum. Unendliche Weite. Sind alle okay? Was? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Ihr habt übrigens kurz das Gesicht von Isaac gesehen, gewöhnt euch nicht daran. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Ach, wir sind doch mehr als 3, okay?
schecker Schnauzbart, mein Freund. Sehr schecker Schnauzbart. So, wie gesagt, das ist nämlich ab jetzt unser Gesicht. Und wir werden auch diesen Helm nie wieder abnehmen. So, ich muss mich ein bisschen wieder an die Steuerung gewöhnen. Okay, danke. Das werde ich hinbekommen. Das werde ich auf jeden Fall hinbekommen. Geh weg! Geh weg! Du dumme Einblendung! Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ach, das ist alles wieder zu reparieren, das ist nur ein Blechschaden. Kein Problem. Gut gemacht. Bin unseren Leuten nachgegangen. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Ei, Captain. Wie mache ich das? Türen öffnen. Hört sich doch super an. Machen wir. Das war's schon. Ich muss nicht mal meine Hände bewegen dafür. Cool. Ich lebe die Zukunft, in der alle faul sind. Ja, willkommen an Bord der Ishimura. Großartig. Seine Türe öffnen sie. Okay. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Mhm. Ja, sollte, ist aber nicht. Du, vielleicht sollten auch keine 10 Liter Blut auf dem Boden sein. Keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Kein Problem. Mach ich das? Mit dem Lokalisierer. Kartenbildschirm, Aufgabenbildschirm. Der Lokalisierer? Ah, okay, okay. Ich erinnere mich, da war was. So, läuft doch gut. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Mhm, bin total entspannt. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum! Gott! Machen Sie das Ding alle! Komm schon, ja! Gib mir mal Gas. Gib mir mal ein bisschen Gas. Scheiße! Was zum Henker? Liebe Güte! Tja, ich bin unterwegs. Rein, 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 rein. Benutzt den Knopf vielleicht. Ach du liebe Güte, das geht ganz schön hart los. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind. Weil ja, so Aufzüge sind ganz schön tödlich, ne? Aber es lebt, dass du den Arm da gelassen hast. Den kann ich bestimmt noch verwenden. Zum Beispiel, wenn ich einen Zahnstocher brauche für dieses vertrauenswürdige Gesicht. Tja, es tut mir sehr leid, dass du da deinen Arm verloren hast. Das ist wirklich sehr traurig. Sehr traurig. Ich trinke jetzt erstmal einen drauf. Ach, köstlich. Es gibt Rot oder Gelb. Wir können uns entscheiden. Mmh. Cut off der Limbs. Ja, schneid ihnen die Gliedmaßen ab. Plasma-Cutter. So. Richtig, so ging das. Hör ich jetzt schon die ganze Zeit was? Zielmodus schießen, nachladen, okay. Okay, okay, okay. Kriegen wir hin. Schlagen, aufstampfen. Okay.
Good to know. Ich wollte das hier nur ganz, ganz schnell aufmachen. Ah, so. Medipack können wir immer gebrauchen. Credits nehmen wir auch. Tja, der gute Mann hat es, glaube ich, ziemlich hinter sich. Ich weiß noch, man kann diese Kiste hier zerstampfen, genau. Mehr Credits, Plasma-Energie. Brauchen wir alles. Brauchen jede Hilfe, die wir haben können. Gut, das ist easy. Ne? So arbeitet der Elektriker. Türe zu, musst du zu schlagen, Türe auf. Scheiße. Du lieber Freund. Okay, leb wohl, Freund. Geh mal davon aus, dass du auch wirklich tot bist, hä? Ja, spritzt zumindest genug. Ja, schade. Ein paar Sekunden mehr und ich hätte dich gerettet, du lustiger, schreiender Mann. Oh Gott, diese Necromorphs. Wer ist hier gegangen und hat seine Schuhe nicht abgeputzt auf den Teppich? Weiß ich noch, wie beklemmend eigentlich diese Atmosphäre war und wie düster diese verdammte Ishimura ist. Was ist hier Schönes? Aha. Mein Geld. Meins. Nimmst du nicht weg. So. Isaac, komm, du schaffst es aufzuheben, ganz sicher. Ja. Hier spricht Benson, alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Okay, die Lüftungsschächte. Schön. Was ist hier los? Ihr werdet mich ziemlich oft hier durch die Gänge kriechen sehen. Isaac! Gott, ja? Kannst du glauben, dass du es geschafft hast? Isaac, da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. War klar. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Ich sehe schon. Wir haben den härtesten Mechaniker-Job. Aufgabe ändern? Habe ich hier eine Wahl? Kann ich auch wieder zurück? Ich glaube nämlich fast nicht. Also, wenn ich meine Aufgabe ändern könnte, dann hab Spaß und flieg alleine wieder zurück. Wäre eigentlich ein ganz cool. Platine benötigt. Ach, das war so eine Aufrüststation. Was ist das? Ein Getränkeautomat. Du Schurke. Gib mir alles köstliches Soda, das du hast. So, was gibt's hier noch Schönes? Offline. Ah, Porn gefunden. Kein Scheiß, ich habe echt Porn gefunden. Nein, das ist nur Interstellar Sport. Das ist gar kein Porn. Hier lief ein sehr harter Porn. So, oh, eine Safe Station. Nice. Nehmen wir doch sofort.
Da, jetzt kann nichts mehr passieren, wo wir in der Safe Station sind. Jetzt wird alles gut, glaubt mir. Jetzt wird alles super. Plasma-Energie, Medipack. Wie benutze ich nie im Medipack? Stand vorhin bestimmt da, oder? Ich habe es leider vollkommen ignoriert. Sehr clevere Idee. Hallo? Cool, nichts hier. Das sind immer die besten Sachen, die einfach... Na, ja, das soll ich irgendwie kommen. Das soll ich irgendwie kommen, das war nicht so schlimm. Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Ich muss hier durch. Und so bitte auf die Seite gehen. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Ich zerstücke sie dann. Danke. Spare ich mir Munition, wenn ich ihre Gliedmaßen abschieße. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Da liegt was. Wie kann dieses Schiff nur so unheimlich sein? Wie kann dieses fucking Schiff nur so unheimlich sein? Ja, bitte? Ich bin sowas von panisch hier, dass sich irgendwas von hinten anschleicht. Das ist Stasis Station. Ja. Ah, Stasi-Modul. So, jetzt werden Leute in Stase versetzt. C. Okay, merken, C-Stase. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Ja, ich hab's gerade. Läuft, läuft, wunderbar. Überhaupt kein Act. So, wichtig ist in Dead Space immer einfach zielen, vorwärts gehen. Stase-Pack, cool. Speicherstation, gut, gut. Die Toiletten, endlich. Hallo? Warum? Ach komm, warum sehe ich denn überhaupt nichts mehr? Arschen. Ja, danke, dass ihr das Licht wieder angemacht habt. So, auf den Toiletten, da gibt es bestimmt irgendwas zu... Sag mal, warum hat auch in der Zukunft, ich weiß ja nicht, in welchem Jahr wir sind, aber warum hat man auch hier keine Toilettentüren? Das kann ja nicht wahr sein. Ihr wart so nahe daran, großartig zu werden, aber dann habt ihr alle Toilettentüren ausgebaut. Das ist zwar tolles Gemeinschaftsdenken, aber irgendwie muss ich trotzdem jetzt gerade nicht aufs Klo. Ja, lassen wir mal das Klo sein. Okay, verschlossen. Das ist in diese Richtung. Das ist doch stampfig, du kleine lustige Kiste. Gib mir deinen Inhalt. Also, wenn wir was treffen, schießen wir einfach die Gliedmaßen ab. Dann kann uns überhaupt nichts passieren. Ich verspreche es euch. Ich verspreche es euch. Wird überhaupt nicht unheimlich. Dein Startmodul sollte dir bei dem Armmechanismus helfen. Okay. Was ist das hier überhaupt? Ah, Energieknoten. Die können wir verwenden, um uns aufzurüsten. Los geht's. Sieht gut aus. Sollte das so hart rauchen? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Okay, eins verbunden, eins brauche ich noch. Stase. Ach du liebe Güte. Freund. Hallo? Du warst aber ganz schön zäh. Ach du liebe Güte, die sind zäher als ich dachte. Oder zäher als ich es in Erinnerung habe. So.
sieht doch gut aus. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Okay. Was gibt es hier Schönes? Credits ausgezeichnet. Hat sich da gerade. Du liebe Güte. Du bist tot, würde ich sagen. Und um sicher zu gehen, red mir nochmal rein. Oh Gott! Ich dachte mir schon, dass ich noch irgendwas gesehen habe im Augenwinkel. So, Zeit den Scheiß hier anzuwerfen. Ja, super. Das hat sich voll gelohnt, die Stase. Okay, der Arm hält nicht, deswegen müssen wir relativ fix hier sein. Müssen die mit dem Stase-Modul verankern. Müssen niemals vergessen nachzuladen. So. Ist dope. Sehr schön. Geschafft. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Alter, was sind denn das für Horrorgeräusche? Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, ich bin mir auch nicht so sicher, wie allein ich gerade im Moment bin. Okay. Lass doch nicht verarschen. Fliegt mal ein bisschen rum. So. Ich glaube, der hat's erwischt. Hier ist nix. Okay. Warst du der einzige Freund? Waggonersetzung abgeschlossen. Und jetzt tun wir nochmal die Stase auffüllen. Aber ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. So, sieht eigentlich top aus. Können wir endlich zurückkehren. Puh, ich will nicht sagen, dass ich nicht wenig angespannt bin im Moment. Willst du mich verarschen? Könntest du jetzt bitte da runterkommen? Ach du liebe Güte. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Oh. Ein ziemlich krasses Flüstern in meinem Ohr. Ziemlich krasses Flüstern im Ohr. Gehen wir mal lang. Was war das für ein Schatten? Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Sie ist im Wartungssektor. Ihr habt das aber auch gesehen, oder? Diesen Schatten, der da vorne marschiert ist. Na gut. Dummer Schatten. Nee. Nee, vergiss es, Freund. Das war so klar. Genau, hebst das ein bisschen ab. Gib dir mal eine kleine Flugstunde. So, leb wohl. Auf so einen Shit falle ich nicht rein. Ich hab sogar gesehen, wie du dich hingelegt hast. Du fauler Hannes, du. Lass mich doch nicht verarschen. Von dir, du zerstückelter Depto. So. Jetzt kannst du mal ganz grob vergessen, dass ich das nicht checke. Ich als unglaublicher Pro-Gamer. Ist das? Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Schnappt euch einen Cutter und zerlegt sie. Ja, sehr geil. Isaac? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Gut, machen wir doch. Wartungssektor. Ich bin hier hundertprozentig nicht allein.
Da kommt einer, da kommt noch einer. Wichtige Lehre, solange wir Stase haben, setzen wir den Scheiß ein natürlich. Ich glaube, den hat's erwischt. Googelt da noch was. Nachladen. Solange wir Stase haben, setzen wir sie ein. Da können wir uns massig Munition sparen. Aber einmal können wir noch. Dacht mir mal. Du Scheiße, bist meiner Stase ausgewichen. Was ist denn das hier? Das interessiert dich nicht. Er ist nicht tot. Jetzt ist er tot. Ach du liebe Güte. Also dieses rote Explosivding, das hätten wir uns eigentlich, glaube ich, auch krass sparen können. Und was ich noch frecher fand, ist, dass der einfach unser... Ach du liebe Güte. Ist noch einer. Stop, Hammer-Time. Ist das erstmal zerstampft? Ab in den Mixer. Oh, oh Gott, der Stress. Ich kriege jetzt schon Magenschmerzen von dem, wie die mir Druck machen. Ich höre schon wieder was. Na, leg dich hin. Da noch was? Oder war es das jetzt? Okay, ich glaube, wir haben sie erwischt. Und können wir uns sicher sein? Nee, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir wirklich alle erwischt haben. Hey, gehst du auf, du Kiste! Bist du extra hart gebaut oder was? Das Inventar ist voll. Ich habe ein Inventar. Tatsächlich. Ja, Medipacks brauche ich jetzt gerade nicht so dringend. Also zur Plasma-Energie sage ich natürlich nicht nein, aber Medipacks brauche ich eigentlich nicht. So, okay, weiter. Zum Mun würde ich nie und nimmer nein sagen. In 100 mal 100 Jahren nicht. War da unten eigentlich eine Tür, die ich übersehen habe? Kann das sein? Lagerschlüssel benötigt. Keine Ahnung. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir einmal im Kreis gerannt. Gut, haben wir es gemacht. Ah, vertrauenswürdiger dunkler Aufzug. Los geht's. Ich weiß nicht, was ich genau an Dead Space so beklemmend finde. Aber für mich ist... Ja, natürlich bist du tot. Aber für mich ist Dead Space und Alien so eine der absoluten Highlights von Space Horror. Ich wusste es. Scheiß machst du! Und das andere hier alarmiert? Nee, hat nicht. Diese düsteren, lauten, riesigen, mechanischen Schiffe, die sind einfach sowas von Horror für mich. Die sind einfach sowas von Horror für mich. Also, ich find's super geil. Aber auch Alien, also ich muss sagen, Dead Space und Alien. Klar, ist ein riesen Unterschied zwischen den beiden. Aber von der Stimmung her, von diesen dunklen, riesigen mechanischen Schiffen. Ich hab keine Stasi mehr. Kann jederzeit sein, dass ich von hinten gerade angegriffen werde. Die machen mir extrem Angst. Kein Problem, lad mal nach. Da haben wir wieder Platz. Wartungsschlüssel, nehmen wir. Gut. Was haben wir hier Schönes? Hexlock. Ja gut, wir haben hier sowas in der Datenbank. Ich lasse es mal kurz durchlaufen, wenn ihr wollt. Pausiert. Ich würde sagen, wir machen sofort weiter.
Sir, alles klar bei Ihnen? Das macht Plasma-Energie. Okay, kein Problem. Dann ziehen wir uns zurück. Ich glaube, wir können die Plasma-Energie gleich refreshen. Da bist du ja ein richtiger Sprintmeister. Aber irgendwie siehst du nicht so tot aus. Jetzt bist du ganz tot. Jetzt können wir auf Nummer sicher gehen. Hast gerade einen Arm, der mir zugewinkt hat? Das ist ja charmant. Das ist ja charmant hier. Das können wir nicht nachladen. Na toll, zwei Schüsse. Großartig. Gehen wir mal weiter. Das ist auch Plasma-Energie. Dumm-di-dumm-di-dumm, dann fahren wir mit dem Aufzug rum. Ich frage mich, wer in diese Tür dieses Zeug eingraviert hat. War da einem krass langweilig und dachte... Alter, ich laber zu viel und schieß zu wenig. Alter, ich laber zu viel und schieß zu wenig. Okay, merken, nicht dumm rumdeuten. Oh. Du Mistnase, echt? Ich habe mich ganz schön geschockt vor dir. So, wir müssen zurück. Hier, aufmachen bitte. Polizei. Techniker-Polizei. Technisches Hilfswerk. Richtig, wir sind Isaac vom Technischen Hilfswerk. Wir wollen hier nur Sachen reparieren. Aber überall sind wahnsinnige Menschen, die nur die Gliedmaßen abschießen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, was hier alles geschieht. Ich glaube, wir haben jetzt ja alles, um den hier wieder zu aktivieren. Platine fehlt? Irgendwas vergessen? Oh nein! War da nicht der Lagerraum? Oh. Da war ein Lagerraum. Wir sehen uns gleich. Tja, wenn ihr fragt, welchen Lagerraum ich suche, den hier. Der hier ganz hier hinten war. Ach, das ist ja charmant hier. Was gibt's hier? Das leuchtet, eine Platine. Das ist wohl die, die wir brauchen. Das ist die Platine, die ihr sucht. Ja, genau. Minibag brauchen wir gerade nicht. Da leuchtet mir aber ein Knoten entgegen. Den möchte ich schon haben. Werkbank. Genau. Hier können wir uns aufrüsten. Das machen wir jetzt natürlich auch. Indem wir hier ganz locker unseren Plasma-Cutter hinlegen. Es wird gebaut. Gebaut. So. Ich will den Plasma-Cutter verbessern. Kapazität, Schaden. Ich würde ganz dreist sagen, wir gehen über Schaden. Da sind wir mal ehrlich. Wer riesigen Schaden macht, der braucht nicht wahnsinnig viel Munition. Oder wie geht ihr das an? Also ich denke, wenn ich mit einem Schuss so ein Ding erledige, dann brauche ich echt keine große Munition. Jetzt können wir am Rig rumspielen. Luft! Brauchst du Luft? Nein, ich brauche keine Luft. Stasemodul. Ich bin ein riesiger Freund vom Stasemodul. Deswegen würde ich da gerne auch ein bisschen was reinsetzen. Ja, auf jeden Fall. Tun wir da auch einen Knoten rein. Dann schauen wir, dass wir schnell an Ausdauer, also an Dauer von der Stase kommen und an Energie für die Stase kommen. Ich glaube, die Energie ist sogar das Wichtigere. So, zusammengefaltet. Medipack braucht man nicht, dann geht's weiter. Genau, Isaac. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Dann ist das Monorail-System wieder online. Kein Problem. Easy. Hoppala, was treibt denn da in der Luft rum? Halleluja! Ach du gute Neune! Wo kommst du denn her, Freund? Oh, Manometer! Dich sah ich nicht. Ich dachte, du wärst einer von den anderen. Oh. Ja, danke. Hat mich null geschockt. Ui, Raditzka. Okay, Zeit, die Monorail wieder anzuwerfen. Nein!
ganz so. Oh, den habe ich eine krasse Watschen gegeben. Das hat er nicht kommen sehen. Oh, Mann, okay. Ich muss auch auf Backtracking aufpassen. Hey, war Glück, dass meine Panik gesagt hat, drück dumm auf Knöpfe. So konnte ich ihm wenigstens in die Fresse hauen. Den dummen Arschloch. Oh. Meine Güte, was stimmt denn mit euch nicht, ihr dummen Viecher? So. Aber jetzt kann ich den Mist hier... Ich bin mir ziemlich sicher... Ach Gott, warte mal, ich muss die Platine da drüben ansetzen. Dachte mir schon, was bin ich für ein mistiger Techniker? Jetzt habe ich wieder was vergessen. Aber hier ist die Platine. Bin doch kein vollkommener Versager in der Technik. Das ist ausgezeichnet. Gentlemen, ich rufe euch mal kurz eine U-Bahn. Oder Monorail. Und während ihr hier Monorail fahrt, lese ich Interstellar Sport weiter. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Er hat gesehen, wie wir es gelesen haben. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallion und bereiten Sie den Stahl vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Das wurde zur Kenntnis Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Na, ja, das riecht nach Catfight. Auch wenn einer davon ein erwachsener Mann ist. So, weiter geht's. Weiter geht der Spaß. Es wird mir eine Lehre sein, noch einmal darauf zu vertrauen, dass hier nichts ist. Hä? Ach Gott. Geht hier. Was war das? Hallo? Na gut, nichts. War nur ein unheimliches Geräusch, das mir panische Angst macht. Gut. Hier ist auch kein neuer Besucher oder so, der mich jetzt von hinten aufspießt. Da war einer. Das habe ich ganz genau gesehen. Warum haben die eigentlich Grund, wenn die mich sehen, abzuhauen? Also klar, die wissen, dass ich sie zerteilen will. Ach komm, spielen wir jetzt Verstecken, du Arsch. Oder was ist hier das Problem? Ist verschlossen. Ich habe keine Lust auf Versteckspiel. Bist jetzt hier reingekrochen? In irgendein... Scheiße, hinter mir ist auch einer. Netter Trick. Lad nach. Weißt du was? Du lernst jetzt meine Tritt kennen, Penner. Mhm, danke schön. Lieber Freund. Super, alles blutig hier. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Verhinderer. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Okay, die anderen sind auf der Brücke. Ich würde sagen, wir verpissen uns jetzt von hier. Ganz gechillt. Und dann ist die Sache gegessen. Spoiler-Alarm, das wird nicht funktionieren. Wir werden irgendeinen Grund haben, warum wir hier nicht weg können. Ob es jetzt, keine Ahnung, schlechte Belüftung ist, keine Sandwiches gemacht. Was würde mir noch alles einfallen?
wir haben nicht nachgetankt. Also mir fallen tausend Gründe ein, warum das jetzt nicht funktionieren wird. Hallo, lieber Freund. Schön, dass du da bist. Lebst du noch? Du hast keinen Kopf mehr. Wie kannst denn du noch rumkriechen? Meine Hacke, so zäh möchte ich sein. Okay. Also jetzt wissen wir, das ist gar nicht mal so wichtig, dass sie Köpfe haben. Das ist ein echt super Schiff. Das ist ganz schön klein übrigens, ne? Ein ganz schön kleines Schiff. Und wir hier irgendwo duschen. Das ist was. Ich mit. Okay, dann benutze ich jetzt mal ein Medipack. Wie geht das? Ah, mit Q. Sehr gut. Jetzt pflegen wir weg. Und wir pflegen im Transportladen hier, bitte. Feindliche Lebensform entdeckt. Da hast du gerade mein Schiff kaputt gemacht. Sag mal, was soll das? Ich hab's gerade repariert. Du dummes Alien. Wieso werden wir aber keine Freunde? Echt? Güte! Rettungstrupps wurden informiert. Ja, schickt bitte einen Krankenwagen für die hier. Da ist noch was. Oh. Jetzt pass auf, Sniper. Bam! Bam! Ein Bein weniger. Du bist ja schnell unterwegs. Was machst du hier? Du bist der lustige Krabbenmensch. Lustiger Krabbenmensch. Ah, fuck you. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Du, Das Ticket nach Hause, der einzige Weg, das Shuttle. Der Kühlschrank ist explodiert. Ich habe nicht geputzt, tut mir leid. Das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Ich glaube, wir können es noch reparieren. Gute Nachricht. Ich glaube, wir können es nicht mehr reparieren. Spoiler-Alarm. Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist der Captain Benjamin Mathias. Komm einfach mit. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Klaus, da kommt das mit auf unsere Reise. Komm, dann haben sie auf seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Wüste geschickt, der gute Klaus. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Ja, ich glaube, wir sind jetzt alleine. Naja. Ja. Ist viel besser, wenn hier kein Licht ist. Ist viel cooler, wenn hier kein Licht ist. Ein Medipack. Gib's dir. Das geben wir uns gleich. Oh, das ist die Monorail Station. Ist ganz schön lang, das erste Kapitel. Ist ganz schön lang. Das habe ich gar nicht mal so lange in Erinnerung. Aber, kein Problem. Treffen uns jetzt einfach ganz cool in der Monorail. Wenn die anderen das geschafft haben, dann schaffen wir das auch. Das sind schließlich keine Techniker vom Technischen Hilfswerk. Ein Aufzug? Haben wir hier? Börsekiste, hörst du auf? Hör auf, mir Stress zu machen. Ah, hier sind wieder die Unisex-Toiletten. Ne, die sind gar nicht Unisex. Wie man sieht, hier aber bitte nur Frauen nebeneinander hinhocken. Was steht da? Dear Altman, we are here. PS, we are... Kann ich nicht lesen. Schade. Und hier sind natürlich die Männertoiletten. Die Männertoiletten. Medipack groß. Das hätte ich jetzt schon irgendwie gern. Und nur noch ein kleines. Geh mal ein großes auf. Das hätte ich jetzt schon ganz gerne, das große Medipack. So, dann fahren wir doch mal Aufzug. Und du, kleine Kiste, gehst mir aus dem Weg. Sonst werde ich dich ganz, ganz hart schimpfen. Nee, der weiß, es gibt nichts Traurigeres als ausgeschimpfte Kisten.
Ja, ich schimpfe immer leblose Objekte aus. Sollte ihr auch machen. Zeigt von vollkommener geistiger Klarheit. So, cool, Monorail. Schob. Oh, das ist doch nice. Das ist doch nice. Wir können uns eine Strahlenkanone leisten. Das ist ja nett. Strahlenkanone, Impulsgewehr, Energieknoten. Ich glaube, wir leisten uns mal so eine Strahlenkanone. Hier sieht doch nice aus. Oder ein Impulsgewehr. Strahlenkanone. So. Inventar. Wir können Zeug ins Inventar legen. Ja, das machen wir natürlich. Being safe. Ich glaube, das wird noch nützlich sein. Glaubt mir, Freunde, das wird bestimmt noch nützlich sein. Dieses Spielzeug, aber... Auf welchem bist du denn? Auf 3! Ja, ist ja auch das naheliegendste. Das muss ich nochmal umstellen. So, hier ist eine schöne Wartestation. Das ist ja auch was Schönes. Okay, Anzug Level 2 machen wir natürlich auch sofort. Weil der bessere Anzug, den sollte man nicht verwehren. Das ist super cool, wie er da jetzt reinsteigt. So ist. Hoch damit und raus mit ihnen. Ja, das sieht schon, viel... Wie sieht's eigentlich aus? Ein bisschen gepanzert, oder? Ja, ja, wir sehen auf jeden Fall gepanzert aus. Sehr gut. Da ist noch eine Werkbank. Ja. Ich würde sagen, da wir nichts mehr zu tun haben, steigen wir ganz locker hier ein. In das Monorail-System und fahren ganz geschillt los. Kapitel 1 abgeschlossen. Neuzugänge. Fortschritt speichern, auf jeden Fall. So, ich denke mal, das war eine wunderbare erste Episode. Ich freue mich, wieder da zu sein in der Ishimura. Ich bin jetzt schon extrem am Schwitzen wie ein Schwein. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich kenn's ja, hab's vor langer Zeit schon gespielt. Aber keine Chance, ich kann mich an diese Schockmomente nicht mehr erinnern. So oft, die dich mich jetzt überrascht haben. Ich dachte, hey, du hast damals Dead Space mehrere Male gespielt, also wie können die dich jetzt noch überraschen? Du, das können die und das machen die. Und ich bin ziemlich gespannt, wann es mich das nächste Mal absolut innerlich zerreißt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hinterlasst gerne ein Like, hinterlasst einen Daumen hoch und ringt die Doom-Bell, damit ihr die nächste Episode der Ishimura nicht verpasst. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Dann, bis dann, mögen die großen Alten mit euch sein. Macht es gut, ciao.